Und es geht wieder los. Hier ist Fat Fred. Mein Name ist Tim. Und hier ist Dennis. Das heißt, das Fett-Spielen-Team ist komplett. Und wir spielen gegen einen Clan, wie es aussieht. Die Roids. Die Roids. Oh, die Roids mal wieder. Könnte auch so eine Fernsehsendung sein. Die Roids. heute um 20.15 Uhr. Aber naja, hoffen wir nicht, dass es fernsehreif ist, wie sie uns jetzt fertig machen. Sondern wir hoffen natürlich, dass wir eine Chance haben gegen diesen Clan. Und wir haben ja auch schon eine kleine Taktik parat. Was wirst du da bauen, Tim? Ich werde 4-Gate, ganz normal. Also 4 Gates und dann direkt Einheiten pumpen, wie ein Verrückter. Alles klar. Und der Gebieter, was wirst du machen? Ich würde gerne mal die Hellbats bauen und dann Thors noch dazu. Oha. Dann haben wir ja alle was zu tun. Ich baue natürlich wieder Tanks, weil das eins ist, was mir Spaß macht. Deswegen haben wir wieder unseren Laden komplett. So, wie sieht denn das aus hier mit dieser Map? Da gibt es ja irgendwie 3 Chokes, das heißt, wir müssen gar keine dicht machen, oder? Ich glaube, die Mühe machen wir uns nicht. Wir gehen gleich direkt auf Units. Ja, sehe ich auch so. Also da jetzt irgendwie groß zu sich einzubunkern, das kann man, glaube ich, bei 3 verschiedenen Zugängen sich wirklich sparen. Okay, ja, ich baue jetzt trotzdem da was hin. Lass mal gucken hier, warte mal, wie sieht's denn da aus? Ja, müssen halt auch mal scouten gehen hier, das hilft ja alles nix. Machst du das mal, oder? Ja, ich fahre hier einfach mal wie ein Bilder rum. Ich kenne da jetzt gar nichts. So. Ach, ich bin jetzt echt einfach nur irgendwo. So. Ja, da ist Tim und der, da kommt schon so ein Overlord hier zu uns. Ja, Der guckt sich schon mal die Lage an. Hoffen wir mal, dass er nichts Auffälliges findet. Ja, vielleicht sieht er, dass unsere Chokes nicht dicht sind. Und dann kommen sie, die ganzen Zerklinge. Oh, das könnte ich auch sein. Aber gut, was wollen wir machen? Können wir nichts machen. Wenn wir zu offensiv spielen, dann spielen wir zu offensiv. Wenn wir zu defensiv spielen, spielen wir zu defensiv. Wir haben bisher noch nicht das richtige Rezept gefunden, wie wir die Jungs ja alle fertig machen können. Aber na gut. Wir sind ja noch in der Lernphase, wenn man das mal so sagen kann. Auf jeden Fall. Hier als Fettspielen-Team bei StarCraft 2. Das hat sich gerade angehört wie bei RTL, wenn sie für die Formel 1 werben, wie du gerade gesprochen hast. Das war echt herrlich, ey. Formel 1? Ja. Kann ich mir wenigstens nicht abgeguckt haben, weil ich tatsächlich keine Formel 1 gucke. Also ja, unfassbar. Ich auch nicht. Ich hatte mal einen Kumpel, der war total Formel 1-Fanat. Da habe ich ein paar Mal mitgeguckt, aber ansonsten. Und ich habe einen anderen Kumpel, der sieht aus wie Vettel. Ohne Scheiß. Wie aus dem Ei gepellt. Vielleicht ist das. Vielleicht ist das ja auch. Ja. Ich weiß nicht, was der immer so macht in seiner Freizeit. Bist du Vettel? Muss ich mal fragen, ja. Ey, bist du Vettel, Alter? Oh nein. Alles ist möglich. Ja. Kommt schon was? Nö, aber ich habe Angst. Ja, ich auch. Ich habe immer Angst. Ich habe auch Angst, keine Sorge. Ich sehe schon, die Angst macht sich hier breit. Ich glaube, ich hole mir jetzt wieder eine Echse gleich. Mach das doch. Das ist ein guter Plan. Ein solider Plan. Genau. So. Ein solider Plan, das klingt doch irgendeine Einheiten. Das ist so ja, Einheiten-Sound, oder? Von irgendeinem Spiel. Das ist Warcraft 3. Echt? Wer sagt das denn? Ein solider Plan. Das ist ja, keine Ahnung, irgend so ein Arthas oder so sagt es, glaube ich. Achso, eine Kampagne wahrscheinlich, ne? Das ist, glaube ich, eine Kampagne. Das ist, glaube ich, ein Kampagnen-Sound. Ja, das kann sein. Ein solider Plan. Also irgendeiner sagt es auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall nach Kampagne irgendwie. Das rieche ich. Das rieche ich. Da klingelt doch mein Handy hier nebendran. Handy aus. Beim Computerspielen, ne? Klar. Oder lass uns an deinen Privatgesprächen teilhaben. Geh mal ran. Ja, Servus. Lotto GmbH hier. Ja, ich habe gewonnen, aber da lasse ich euch nicht dran halten. Ja, genau. Die Lotto GmbH. Sie wollten also keine 2 Millionen Euro haben? Nein, wollte ich nicht. So, ich habe jetzt hier schon so eine coole Mine. Hervorragend. Aber derbe. Aber derbe hier, die wird jetzt hier krass rumdeffen. Hat uns ja auch ein User empfohlen, die zu bauen. Und wir hören natürlich voll auf unsere User beim achten Let's Play oder so. Machen wir das dann mal final. Ist da jemand bei mir?
Da baut. Ah, ich bin bei dir. Ah, ist da jemand bei dir? Wer ist das? Wer ist das? Ich baue mal bei jedem von euch wieder zwei Raketentürme. Damit nicht irgendwelche unsichtbaren Einheiten wiederkommen. Übrigens habe ich jetzt den ersten Panzer auch viel schneller als beim letzten Mal. Das ist ja auch nicht so schlecht. Ich versuche mal so einen Xel'Naga-Turm zu erreichen mit meiner kleinen Schuss. Ich hab einen schon. Ah, nee. Hast du einen? Nee, der geht doch dahin mit deiner, Sonde. Du bist ja nicht am Turm direkt, du bist noch nebenan. Die steht da gemütlich in der Gegend rum. Ja, genau. Dann sehen wir nichts. So, schon besser. Das ist schon besser. Oh, zack. Oh, oh, seht ihr's? Seht ihr's unten links? Oh ja. Oha. Und ich nehme. Wo können die langlaufen? Die kommen jetzt hier durch die Choke, über die Choke. Entweder zu mir oder zu dir. Ich stelle meine Minen hin. Nee, die kommen zu. Die kommen zu mir. Zieh sie hier zu den zwei Minen. Hehe, die gehen wieder zurück. Sehr gut. So, ich glaube, die Minen können uns aber beide, uns alle angreifen. Also. Wie, die Minen können alle angreifen? Also, die greifen alle an. Also steht nicht neben den Minen, wenn sie explodieren. Egal ob Freund oder Feind. Also, ich glaube, die machen allen Schaden, so wie ich das in Erinnerung habe. Krass. So. Ich glaube, die Säglinge sind wieder weg. Das war nur ein kleiner Stoßtrupp. Und wir können uns mal wieder anderweitig umorientieren hier. Ich habe jetzt auch schon zwei, hier seht ihr es, vom Beobachtungsturm, vom Sensorturm ausgespielt. Die kommen über die andere Seite, die kommen über rechts. Aber da hast du ja schon Bunker gebaut und ich gehe da auch mal hin. So, ich habe jetzt auch... Hier waren es schon die ersten, ne? Ich baue übrigens überall Sensortürme, jetzt ein dichtes Netz jetzt. Sehr schön. Ich muss jetzt hier dieses Waffendepot bauen und dann gibt's auch schon bald die ersten Hellbats. Hell yeah. Hell yeah. Die kommen jetzt vielleicht aber oben lang. Ich habe noch keine Satellitenzentrale, ich muss es mal bauen. Hast du schon eine? Ja, okay. Ja, ich habe schon eine. Sehr gut. Aber da oben können sie noch kommen. Also hier müssen wir mal noch irgendwie einen Sensorturm. Ja, ja, ich baue gerade. Überall. Habe ich gerade. Nicht einen Raumhafen gebaut oder spinne ich? Ich baue da noch einen. Das ist natürlich crazy, wenn du da ein Lager. Ha! Zweites Waffenlager. Nein, oh, da ist. Ach so. So. Oh, da oben. Ach so, das bist du. Ja. Oh, da oben ist ein Terraner mit Panzern. Oh. Böser Terraner er ist. Sollten wir vielleicht auch mal eine Echse sichern? Oh, ich sollte mal Depots bauen. Ach, das war knapp. Immer das gleiche. Oh nein, und ich habe natürlich keine 50 Energie. Armory, ich dachte, ich baue die gerade. Ich baue jetzt Kreuzer. Mach das. Oh, hier unten steht einer. Ich glaube, ich sichere mir mal den zweiten Turm da rechts. Wow. Ist nix. So, da ist ein Observer. Bei dir ist ein Observer in der Luft. Ich kann ihn jetzt. Das ist meiner. Nee, nee, das ist ein Böser. Ping mal. Ja, ich. Da? Da, hier mein kaputt. Ja, sehr schön. Aha, ich wurde gerade gescannt in meiner Armee. Nee, ich hab dich gescannt, damit du den Observer über dir kaputt machen kannst. Ach, da war bei mir ein Observer. Ja, das. Egal, du hast ihn automatisch kaputt gemacht. Ja, klar, da waren ein paar Marines am Start. Das ist ja ganz gut. Ja, ja.
Aber derbe. Aber derbe, sowas von. So, jetzt hier. Ich leiste mir auch mal gleich einen Scan. Kannst du mal hier hinfliegen, für den töten hier? Guck mal, wo ich bin. Warte mal, ich hab grad gescannt. Oh, guck dir das mal an, was der da hat. Was ist denn da los? Ich bin doch da. Nee, hier! Halt, ne. Wow! Ja, genau. Was war das? Oh, das sind ganz schön viele Gates. Was sind das? Warp-Knoten, ne? Ja, genau. Ja. Alter. Oh. Die haben sich ja total da, das ist ja voll auf Masse auch. Ja, die werden gleich ziemlich heftig kommen. Ich glaube auch. Wer hat die Flotte gerufen? Lauter! Oh Mann. Ich habe voll das Gasproblem hier. Ich habe zu wenig Vespingas. Der steht hier. Da bauen sie sich hier voll die Verteidigung dicht. Seht ihr das? Ach ja, wegen Echsen, die sichern sie es natürlich jetzt. Oh. Ich schicke da mal meinen Observer hin, einfach so. Ja, das ist gut. Mal gucken, was der da so zu sagen hat. Gott, bomben hier nochmal. Ups. Ich bin gespannt, was die jetzt treiben, ne? Das sieht mir alles so nach Marsing aus, aber noch kommt ja nichts. Genau, schick mal einen Observer hin und schau mal, ob du da irgendwas Verdächtiges findest. Ich kann ja mal ein bisschen gucken, was so ist. Aber ich habe Angst, wer den ersten. Ah, hier dieses Kackding würde ich gerne mal kaputt machen, ey. Ich schicke jetzt einfach mal einzelne Space Marines in den Tod. Mach mal, das ist eine gute Idee. Aber nochmal gucken. Ich werde jetzt verheizen, ich bin jetzt sowieso nichts mehr in der Phase des Spiels. Also jedenfalls nicht in dieser Kombination, wie ich sie habe. Und dann wollen wir mal schauen. Oh. Nebenbei versuche ich mal meine Flugeinheit ein bisschen abzugraden hier. Yamato Gun und so. Das sollte alles hinhauen. So, ihr seht meine Space Marines. Aha. Da ist eine. Ja, die haben ja alles da, ne? Hetzer, Berserker. Diese Unzersterblichen, ne? Unzersterbliche. Unzerstörbar. Da ist noch keine Exe, da wo ich gerade scoutet hab. Ich versuch mal hier oben eine zu machen. Ich okay. Aber derbe. So, weil ich hab jetzt hier meins alles auch abgebaut. Bleib mal mit deinem. Ach, ist egal. Ich schick euch mal ein paar Ressourcen. Ich hab eigentlich ziemlich viel. Jetzt habt ihr noch mehr. Oha, die kommen hier oben zur Echse. Ja, aber die werden dann woanders noch kommen. Dann müssen wir die Echse halt verlieren da oben. Ne, ich hab sie noch gesaved, aber weiß, was da gleich kommt noch. Das wäre immerhin mal ein interessantes Schlachtfeld hier oben. Oh, die haben Ultralisken. Ullis? Ulli. Oha. Da kommen welche. Komm, wir müssen ja kämpfen. Ja, hier auch. Wieder auch. Bei mir unten kommen sie auch. Oh. Jetzt sind sie wieder weg. Okay, Großam. Dennis, dann hol mal deine Leute hier her, Dennis. Alle hier hin. Da wird mich jetzt gleich. Da geht's gleich richtig los hier.
Soll ich in der Base bleiben? Du solltest vielleicht auch kommen, weil die kommen jetzt massiv alle hier nach oben. Ja, die kommen alle zu uns. Ich komme hier von hinten. Alter. Oh, Alter, die Kolosse. Die Kolosse. Guckt euch das an. Das ist ja krank. Können Kolosse gegen R kämpfen? Nee, ne? Oh doch, ich weiß gar nicht mehr. Oh, ich habe jetzt Zerklinge. Nee, Kolosse können nicht gegen R. Ah. Oh, die Ultralisten! Oh Gott. Wow. Ey, ist das krank. Immerhin. Die haben kein Anti-Air. Wir müssen auf Mars Air gehen. Ultralisten und Kolosse können nur gegen Boden-Units kämpfen. Es ist eine Falle. Ich habe alles verloren. Oh nein. Ich wollte den Tower noch zerstören, damit sie nicht reinkommen. Aber das hat nicht so viel gebracht. Gegen zwei Stalker, ey. Oh ne, die wird gegen Ultralisten gemacht. Ja, ja. Ja, das ist natürlich scheiße. Ah. Na, fast, ja, war ganz gut. Ja, das war, ja, das war gar nicht so verkehrt. Jetzt haben wir natürlich auch nichts mehr hier. Ach, fuck. Ja, da können wir nichts machen. Hätten wir ein bisschen mehr R gehabt, dann hätten wir die gepackt. Ohne Witz. Ultralisten, Zerklinge, Kolosse. Mit ein bisschen mehr R hätte das gesessen, aber. Ich weiß nicht, so ist natürlich. Wir haben auch gerade nichts. Warte mal. Naja, gut, ich habe jetzt gar nichts. Okay. Ja, okay. Ich hab hier diese Minen überall. Ja, gut, die werden uns aber nicht. Nee, jetzt ist das auch durch. Ah, es war knapp. Sowas nicht. Naja, können wir nichts machen, Leute. Nee. Immerhin, das war ja immerhin ein Spiel, was wenigstens spannend war. Sind es so viele? Sind es jedoch gar nicht. Doch, die räumen gerade alles ab. Warte, komm. Guck mal rein. Ecken, und da kommt natürlich auch schon jetzt die nächste Armee, so ist nicht, ne? Ja. So, sehr schön. Na gut, dann geben wir auf. Kein Problem. Werfen einen Blick auf die Punktekarte. Ach, lass uns mal schauen hier. Punktübersicht. Ja. Da der Brutale ist, hat es halt brutal gerockt. Alle anderen haben halt auch graduelle Unterschiede. Naja, so ist es halt. Damit müssen wir leben. Aber das geht schon. Und lustig war's. Auf jeden Fall. Gut, wir sagen tschüss und wir sehen uns. Bye, bye. Ciao.